Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video zusammen mit die Erdbeertante. Rocket League heißt das Spiel, wollte ich eigentlich am Anfang gleich sagen, natürlich wieder durcheinander hier. Und ja, heute läuft es mal überhaupt gar nicht, also zumindest hardware-technisch bei der Erdbeertante und software-technisch und elektronisch bei mir auf meiner Seite, zumindest beim Auto. Alles für den Moors heute. Ich hoffe, dass wir unseren Gameplay einigermaßen vernünftig über die Bühne kriegen. Wird eh nix. Ja, wird so, ne? Nach deinem Gameplay, klar, kann das einfach nichts werden. So. Das kommt, such ein Spiel. Wir wollen heute die Leute ein bisschen verwirren. Ups. Mit unseren. Ich habe erstmal auf irgendwas anderes geklickt. Gekonnten Anti-Pro-Gaming. Ja, auf jeden Fall. Wir haben eben schon mal komplett die ganze Folge aufgenommen. Yep. Aber das war einfach absolut scheiße, weil wir meine Dingsbums-Einstellung wieder umgeändert haben. Und wir? So, ich. Und dann hat die Matrix mir netterweise geholfen, das da heile zu machen. Deswegen hoffen wir, dass es jetzt klappt. Oh, scheiße. Ich muss, So. Okay. Wir konzentrieren uns einfach mal aufs Spiel und werden jetzt ein bisschen gewinnen. Wir versuchen ja, mal. Matrix Pro der Meister, oh. Wir versuchen einfach mal, das absprachetechnisch so umzusetzen. Okay, du? Ich? Nicht? Nee. Wenn du den Ball spielen kannst, dann ja. Wenn ich jetzt dran vorbeigefahren wäre, dann nicht. Immer. Ein Tor. Jetzt. Ja, der war. Ich. Nicht. Nee. Hoppala. Vor allem dieses ich, wenn ich, dann musst du dann auch ich treffen, weil sonst breche ich extra den Angriff oder so ab. Das war sehr schön. Das wäre natürlich sehr kontraproduktiv dann. Du hast nicht ich gesagt. Du? Ich? So, ich hoffe echt, dass es nicht mehr so laggt. Ansonsten machen wir es wirklich so, dass du einfach die Aufnahme hochlädst und ich lade dann irgendein Replay hoch. Werdet ihr dann automatisch sehen, ob es geklappt hat. Hat Dingsbums da. Tor! Und Tor! Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das werden die Leute schon sehen, dass wenn ich jetzt dieses Video hochlade und du halt eben nicht mit dem sprachlichen Inhalt. Wobei, du kannst natürlich das Replay abspielen und dann die Sounds von diesem Spiel drüberlegen, weil die Sounds gehen dann ja eigentlich. Wird nur ein bisschen komisch aussehen wahrscheinlich. Du hast ja keine Lust mehr, was ist da los? Kommt vor das Tor vielleicht? Ja, nö. Kommt, doch. Nö, doch. Nö, will nicht. Geh los. Jetzt, ich. Oh. Ja, hast du ja sehr gut gelöst, das Problem. Versuch's nochmal. Okay, ich komm raus. Den Gegner habe ich jetzt so geschossen, ne? Immerhin, ne? Oh, Glück gehabt. Sehr gut. Ja, was eigentlich passiert im Auto? Im Auto ist es kaputt gegangen. Sehr schön. Oh, das war voll das Helle. Ich habe ein Volley-Tor und gleichzeitig ein Tor als Schildkröte, also so auf dem Rücken. Ja, sehr das schön. Das musst du erstmal nachmachen. Nee. Mach das ich mal wollte, nach. Ich habe das schon mal jeden Sonntag zweimal mache ich das. Ach, war das nicht so, dass Sonntag immer die guten Spieler sind? Ich hast du da nicht mal was erzählt gehabt? Jetzt lande doch, du Auto! Ich. Sehr gut. Ich wollte mein Tacho umbauen. Ich habe ihn noch umgebaut. Und zwar ist ja vorher so ein hässliches Orange-mäßig gewesen. Also die Beleuchtung von Tacho. Und habe dann blaue SMD-LEDs verlötet, was auch wunderbar funktioniert hat. Ist also nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Hat bis dahin auch immer wunderbar funktioniert. Nur dieses Mal war das Problem, dass dieses Blau für den Bordcomputer halt zu hell war, weil die Schrift vom Bordcomputer an sich halt, Entschuldigung, weiß danke ist. Das war gut. Und die Beleuchtung dann im Blau ist halt zu krass im Kontrast, als dass man die Schrift hinterher noch lesen konnte. Deswegen wollte ich halt. Bist du ein Tor? Sehr gut. Wollte ich halt, dass der Bordcomputer die Hintergrundfarbe rot wird und dadurch die Schrift halt wieder besser zu erkennen ist. Mhm. Ich bin explodiert. Und habe also den Tacho wieder ausgebaut. Hab die roten SMDs reingelötet. Habe aber nicht gewusst, dass da die Pole vertauscht sind.
du noch da? Ja, ich höre dir zu. Nee, ich meine jetzt für den Ball hier. Und dadurch waren halt 6 SMDs. Sehr schön. Verkehrt rum auf der Platine gelötet. Hat gerade jemand gehupt bei dir? Ja, ich weiß nicht. Na, Tropf auch? Nee. Ich versuche noch mal zur Mitte zu spielen. Mhm. Er kommt. Langsam, aber er kommt. Oh, schade. Schade, da hat er gut aufgepasst. War aber, glaube ich, mehr so Glück, dass er den noch gekriegt hat. Ja, Achtung, Ball kommt. Fall ins Tor. Sehr gut. Und haben dadurch höchstwahrscheinlich einen Kurzschluss auf der Platine ausgelöst. Schade. Oh, sehr schön. Ah, schade. Und haben dadurch, ich dachte zuerst, nur eine Sicherung rausgehauen. Scheiße, zu weit. Was sie aber nicht haben, sondern wahrscheinlich mal komplett den ganzen Mikrocontroller von diesem, von der Platine vom Tacho. Das heißt, ich darf mir jetzt einen neuen Tacho kaufen, wo ich mich sehr, sehr freue, weil die gebraucht um die 130 bis 200 Euro liegen. Das ist nicht wenig für so ein kleines Teil. Und mich ärgert es einfach sehr, dass ich nicht drauf geachtet habe, scheiße, wie die Polarität der Dinger ist, obwohl die baugleich sind. Mein Bus! Oh. Wieso warst du schon wieder hinter mir? Nein, ich hätte ihn fast gehabt. Hatte ich gedacht, dass die natürlich dann auch alle die Poli gleich haben, aber nein. Bei Blau und Rot zumindest sind die vertauscht, warum auch immer. Ja, damit hat sich der Tacho verabschiedet, ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Was eigentlich geil wäre, stell dir mal vor, du hättest im Rocket League noch so ein Tacho. Ich meine, das würde zwar nichts bringen, aber stell dir mal vor, du hättest einen. Ja, wenn man zumindest in den freien Spielen, also erst nicht unbedingt in die Liga spielen, der kommt vor das Tor. Mhm. Der kommt nicht mehr vor das Tor. Ich fahre Taxi. Wie Taxi? Ich bin gerade auf den drauf gelandet und der hat mich ein bisschen mitgenommen. Ah, nein, da komme ich nicht mehr ran. Naja. Wir haben gewonnen. Ja. Und du hast die ganze Zeit geredet, wir haben trotzdem gewonnen. Ne? Aber dafür habe ich auch nicht so gut spielen können, deswegen. Dafür habe ich ja zumindest. Zumindest habe ich dir ein paar gute Pässe geben können. Passe? Passe. Ich passe. So normal so ein Duell-Dings-Raps raus da. Nochmal 2-2? Naja. Wir versuchen. Und ja, nächste Woche, Wochenende vielmehr. Vielmehr, es ist ja eigentlich dieses Wochenende, weil die Folge kommt ja am Montag raus. Da geht's mit dem Alpha One zur Gamescom 2017 natürlich in Köln. Auf den Samstag ist das. Ich bin gespannt. Und ich bin leider nicht dabei. Ich bin gespannt, ob diesmal wieder ein bisschen mehr Cosplayer unterwegs sind. Die haben ja die Einschränkungen ein bisschen gelockert im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich freue mich drauf, weil es gibt echt sehr viele, die sich da sehr viel Mühe geben. Und das ist immer schön zu gucken, finde ich. Mhm. Ich habe es jetzt 2015 und 2016 auf der Gamescom. Jetzt 2017 bin ich nicht dabei. Eigentlich jetzt so mega interessant, sag ich mal, finde ich es jetzt auch nicht. Das war gar nicht so schlecht, oder? Weil man muss halt bei ganzen Spielen so mega lange anstehen. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig Bock drauf, weil es auch nicht so wirklich viele Spiele gibt, die mich da so interessieren. Deswegen ich da jetzt extra hin müsste. Das Einzige, sag ich mal, warum ich jetzt zum Beispiel hin wäre, wäre, um mich zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Schade. Also spielen werden Alpha und ich nicht. Gut, er hat das letzte Jahr, hat er den neuen, hier, wie heißt denn das Ding? Farming Simulator angedattelt. Und, aber sich mich jetzt da anstellen. Nein. Komm, ne? Nee, reicht, wenn du vorbeischaust. Draußen komm. Das geht dich gar nichts an. Oh, der Typ schreibt irgendwas. Schön, danke, schön, sorry. Das ist so ein Songtext, so ein neuer. Weiß ich nicht. Kannst du mal singen? Badelida. Ah, auf, es fehlt schön, gleich hier. Schön, danke, schön. Sorry. Ich glaube, dieses sorry ist dann so dieser Refrain. Sorry. Sorry. Ups, I did it again. Ja, irgendwie sowas. Diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, Lisa und Lena, kennst du die? Nee.
Das sind so eine komischen Musical-Leute da und die haben jetzt irgendwie auch ein Lied rausgebracht. Und das ist irgendwie genauso scheiße wie dieses Lied von Baby's Beauty Palace. Das ist auch irgendwie von so einem Lied irgendwie voll. Der Refrain ist auch irgendwie geklaut von irgendeinem. So hat sich irgendwie genauso angehört wie bei so einem anderen. Ich weiß aber nicht mehr. Naja, es gibt ja wie gesagt sehr viel Musik, die sich ähnlich anhören. Naja, aber das ist wirklich richtig geil so. Ich weiß auch nicht mehr, wie das war. Es ist mir auch relativ egal. Also sorry jetzt an Leute, die das irgendwie gut finden, aber ich stehe da jetzt nicht so drauf auf die Musik von denen. Mann, lande, du Autowagen-Töff-Töff. Hui, ich bin dran vorbeigefahren. Sehr schön. Ich hänge am Tor. Oh, scheiße, die Gegner haben ja ein Tor. Ja, hast du gut gemerkt. Bin ich auch. Und auch gleich auch nochmal vor. Der geht auch rein da jetzt, sehr schön. Wuhu! Nee, also ich stelle mich da jetzt nicht an, weil ja Gamescom wartet hier schon, dass ich da 15 bis 20 Minuten oder so spielen kann. Nö. Ich gucke mal die Trailer an und wenn mich das Spiel interessiert, dann werde ich es dann irgendwann halt eben kaufen. Wenn es eine Demo gibt, natürlich versuchen, die zu bekommen. Und was treffst du denn auch noch? Oh oh, der kommt vor das Tor. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Mein Bus! Oh, da klaut der Matrix mit dem Bus. Das ist ja zu viel hier. Boah. Aber dafür macht er schon. Das ist wieder aus. Ich brauch ja auch den Boost. Nee, ja? Ich bin mehr da, um mir die ganze Location anzugucken, weil ich, wie gesagt, dieses Cosplay, was da einige drauf haben, sehr interessant finde. Und halt diese ganze Atmosphäre da, alle sind da, um nur das eine zu machen, zu spielen und sich zu freuen. Und ich habe es bis jetzt eigentlich noch gar nicht erlebt, dass da irgendwelche Akku-Menschen rumgelaufen sind. So wie man das eventuell auf anderen Events kennt. Und das finde ich das Schöne daran. Man ist da zusammen, hat seinen Spaß. Und klar, irgendwann ist auch einfach zu voll. Das stimmt, das ist da richtig voll. Deswegen sind wir auch meistens gleich von Anfang an, also wenn wir gleich aufmachen und sind maximal 5 Stunden da. Ja, man sollte auch direkt morgens hin. Sehr gut. Aber das reicht dann auch. Ich werde weggerammt wie sonst was und ich hoffe echt wirklich, dass die Aufnahme gleich vernünftig ist, wenn wir hier fertig sind. Ja, das wird sich schon sein. Ja, und wenn nicht, dann weine ich, okay? Nein. Sehr gut. Wie auch immer du das gemacht hast. Wir liegen vorne! Aha. Ich hab kein Boost und nichts. Jetzt sammle ich gerade ein bisschen was. Schade. Ist mir jetzt gerade eben auch jetzt aufgefallen, dass wir vorne liegen. Kacke. Mach was! Kümmer dich! Du kümmert. Das war ja scheiße gekümmert. Aber besser als gar nicht. Oh, oh, oh! Nein! Doch, gut. Einer sollte wieder im Tor bleiben jetzt. Okay, du machst das. Ich hab keinen Boost. Ich auch nicht. Nein! Ah, wir haben noch 55 Sekunden fast. Da können wir noch ein Gegentor schießen. Ansonsten haben wir die Nachspielzeit, heißt es ja jetzt, nicht? Ja, genau. Das heißt jetzt. Verlängerung. Ja, Verlängerung heißt es jetzt, genau. Nachspielfeuer. Vorher hieß es. Wir müssen eigentlich mal wieder den Fokus auf das Karottenmädchen machen. Mit deinen Karotten mit. Das ist bei dieser Arena sehr wichtig, den Fokus auf das Karottenmädchen zu stellen. Mhm. Weil das Karottenmädchen ist entscheidend für diese Arena. Ja, natürlich. Das ist natürlich. Wenn das Karotten die hat pinke Haare. Pinke Haare finde ich cool. Was machst du da? Durch die Gegend gedingsbumstet werden. Ich fühle mich wie beim Autoscooter. Gedingsbumstet? Naja, dann machen wir halt eine Verlängerung, dann machen wir aber locker. Ja. Das war jetzt gar kein Eigentor, oder? Nein, war es nicht, aber jetzt schaffen wir, glaube ich, nicht noch ein Tor. Nee. Das heißt, wir haben verkackt. Obwohl, wer weiß, wir haben nur 13 Sekunden. Es kann noch einiges passieren in der Zeit. Die Wahrscheinlichkeit nein, nicht, ist ja nicht zu unserem Positiven. Nicht so. Ja, ich sprinte. Nur ein bisschen höher. Höher, schade. Nein.
Egal, wir haben eine Runde gewonnen und eine verloren. Das ist schon mal besser als sonst. Sonst verlieren wir nämlich beide. Richtig. Und wir haben eine Kiste. Was? Wieso kriege ich erst an laufenden Band Kiste nach Spielerwahl? Was ist denn da los, ey? Gar keine Kisten. Vor allem ist da nicht mal was Interessantes drin. Also gut, schon Interessantes. Ich glaube, was war da? Müssen wir mal gucken. Inventar verwalten hier. Ein paar Kisten haben wir, ja. Ah, mir wurde übrigens die Kommentare geschrieben. Das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, was jetzt aber nicht online gekommen ist, weil wir haben ja, also meine Aufnahme war scheiße, deswegen sage ich das jetzt nochmal. Mhm. Und zwar könnt ihr sehr gerne mal mit mir zusammen spielen. Dann müsst ihr mir einfach in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt mir auch gerne, da wurde ich nämlich auch in den Kommentaren gefragt, könnt ihr mir gerne Items schenken. Dafür müsst ihr auch einfach das in die Kommentare schreiben und dann können wir bei Steam Freundschaftsgedöns und so weiter. Dann könnt ihr mir die Items gerne geben. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr möchtet, wie ich mein Auto neu designe. Also jetzt momentan sieht es ja so aus, beziehungsweise so. Könnt ihr gerne sagen, wenn ihr das mal umgestalten wollt, dann mache ich so jede Folge so von jemandem von euch so ein neues Design rein, dass es ein bisschen abwechselnd ist. Ja, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass meistens bei den weiblichen YouTubern so Anfragen kommen, kann ich dir nicht was schenken oder kann ich dies oder kann ich das? Bei den Männern ist das eher der seltene Fall. Das ist komisch, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ich möchte es einfach nicht aussprechen. Egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns einen schönen Daumen nach oben da und wenn nicht, auch einen Daumen nach oben, ganz natürlich. Was einfach so scheiße war, dass es wieder geil ist. Und über ein Abo freuen wir uns natürlich auch sehr und wir hoffen, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen restlichen Montag, einen tollen weiteren Wochenverlauf und wir sehen uns von meiner Seite aus nächsten Montag mit Bildern von der Gamescom. Also bis dahin, bye bye. Genau, von meiner Seite aus wünsche ich euch auch noch einen schönen Montag und eine schöne Restwoche und dir wünsche ich ganz viel Spaß bei der Gamescom. Danke. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Richtig.